Heute spielt Portugal gegen Ghana und dabei habe ich mir folgende Frage gestellt. Welche Farben entstehen dabei, wenn man die Farben der portugiesischen Flagge mischt? Schaut auf jeden Fall bis zum Ende, es wird sich definitiv lohnen. Übrigens, wusstest du, dass wenn du Rot und Grün gegenüberstellst, wie in diesem Beispiel hier, man das einen Komplementärkontrast nennt? Hier siehst du Komplementärfarben im Farbkreis. Ab sofort werde ich versuchen, in jedem Video euch Wissen über Farbe mitzugeben. Deswegen würde es dir nicht schaden, diesen Kanal hier jetzt zu abonnieren. Mein Tipp für das heutige Spiel ist 3:2 für Portugal. Aber hey, welche Farbe ist nun entstanden? Diese Frage ist ganz einfach zu beantworten und ich denke, das wissen sehr viele von euch. Und zwar ist es die Farbe Palazzo Fünf.